Als nächstes hört ihr einen Redebeitrag von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, COP. Die rassistischen Serienmorde an Enver Çimşek, Abdurrahim Öksüdürü, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Yunus Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşik und Halit Çozgan haben uns wieder auf erschreckende Art das Versagen deutscher Behörden vor Augen geführt. Morde, Brandanschläge, Körperverletzungen und Beleidigungen durch rechte Gruppierungen und rassistische Einzeltäterinnen aufzudecken und zu bestrafen. Dieses Versagen wird absolut, wenn es sich bei den Täterinnen und Polizistinnen handelt. Die Opfer rassistischer Polizeigewalt werden von staatlicher Seite verleugnet. Die Täterinnen in Uniform bleiben nicht nur unbestraft, sondern dürfen auch weiterhin im Namen der Rechtsstaats ihre Waffen im Dienst tragen und einsetzen. Migrantinnen und Afrodeutsche, Türken und Araber, Geflüchtete und Roma, Neuköllnerinnen und Kreuzberinnen. Aus ihnen macht die Polizei und ihr System Verdächtige, Flüchtende, Kriminelle. In Berlin darf die Polizei ohne Angabe von Gründen Menschen anhalten, kontrollieren. Migrantinnen, Geflüchtete, Afrodeutsche und andere, die die Staatsgewalt als nicht deutsch und damit besonders suspekt definiert, werden häufig Opfer polizeilicher Misshandlung. Wollen sich die Betroffenen wehren, treffen sie sich nicht selten auf eine Mauer des Schweigens und des Misstrauens. Denn diese rassistische polizeiliche Praxis kann auch deshalb stattfinden, weil sie von weiten Teilen der Gesellschaft befürwortet wird. Ständig werden in den Medien, in der Politik, in der Wissenschaft und im Alltag rassistische Verurteiler wiederholt, die People of Color in Verbindung mit Kriminalität bringen. So will das Will erzeugen, dass vom Rassismus Betroffene kriminell seien und deshalb auch von der Polizei, den Freunden und Helfern unhinterfragt kontrolliert werden dürfen. Wir treten ein für unsere Rechte, für das Recht, nicht von der Polizei kriminalisiert zu werden, für das Recht, nicht von der Polizei geschlagen zu werden, für das Recht auf eine faire Behandlung, ohne Unterschiede. Es geht uns darum, rassistisch motivierte Polizeiangriffe und Polizeikontrollen öffentlich zu machen, um so Solidarität mit den Betroffenen zu fördern. Wir möchten heute daher auch all jener gedenken, die durch rassistische Polizeigewalt ums Leben kamen, um nur wenige zu nennen, die wir nicht vergessen werden. Kola Bankole 1994, Strafkomikolov Dimitrov 1999, Amir Ajin 1999, Endaev Mariam Azar 2000, Halim Dener, Michael Paul Enbabuisi, genannt John Akili 2001, Laye Alama Konde 2004, Uri Jalo 2005, Dominico Madio 2006, Sliman Hamade 2010, Christi Schwundek 2011 und alle die anderen. Solange Rassismus in den Fluren deutscher Rechts- und Sicherheitsbehörden grassiert, werden wir eure Stimmen sein.